Der Kampf gegen teure Zahnbehandlungen ist für viele Menschen ein ständiges Thema. Vor allem in Europa sind die Kosten für Zahnpflege und Behandlungen oft hoch und kann in für viele Menschen unerschwinglich sein. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Menschen dazu, ihre Zahnbehandlungen im Ausland durch Vereinviertlerin zu lassen, wo die Preise oft deutlich geeinviertlenstiger sind. Ein beliebtes Ziel für Zahntourismus ist die Thainviertlerkei. Das Land lockt jedes Jahr Tausende von Patienten aus Europa an, die hier ihre Zahnbehandlungen zu einem Bruchteil der Kosten durch Vereinviertlerin lassen. Doch wie genau unterscheiden sich die Preise für Zahnbehandlungen zwischen der Thainviertlerkei und Europa? In diesem Video werden wir einen Vergleich der Zahnpreise zwischen der Thainviertlerkei und Europa vornehmen. Zuna CHST einmal leistest sich feststellen, dass die Kosten für Zahnbehandlungen in der Thainviertlerkei im Vergleich zu Europa deutlich geeinviertlenstiger sind. Ein einfacher Zahnarztbesuch in der Thainviertlerkei kann bereits um ein Vielfaches geeinviertlenstiger sein als in Europa. Dies gilt insbesondere für aufwendige Behandlungen wie Implantate, Kronen oder Zahnspangen. In der Thainviertlerkei kann ein Patienten oft bis zu 70% der Kosten im Vergleich zu Europa sparen. Ein weiterer Vorteil der Zahnbehandlungen in der Thainviertlerkei ist die hohe Qualität der medizinischen Versorgung. Viele Zahnkliniken und Praxen in der Thainviertlerkei werfen für modernste Ausstattung und hochqualifizierte Ärzte, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Darüber hinaus kann die Wartezeit für einen Zahnarzttermin in der Thainviertlerkei oft geringer sein als in Europa, wo lange Wartezeiten und Terminverschiebungen keine Seltenheit sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den man bei der Entscheidung für eine Zahnbehandlung in der Thainviertlerkei berücksichtigen sollte, ist die Reise- und Unterbringungskosten. Auch wenn die eigentlichen Behandlungskosten in der Thainviertlerkei geeinviertlenstiger sein magen, kann ihn die Gesamtkosten durch die Anreise und die Unterkunft vor Ort steigen. Dennoch lohnt es sich oft finanziell, seine Zahnbehandlung in der Thainviertlerkei durch Vereinviertlerin zu lassen, vor allem bei geringeren Behandlungen wie Implantaten oder Zahnkorrekturen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man bei der Entscheidung für eine Zahnbehandlung in der Thainviertlerkei beachten sollte, ist die Sprachbarriere. Auch wenn viele Ärzte und Klinikpersonal in der Thainviertlerkei gut Englisch sprechen, kann es in einigen Fällen schwierig sein, sich richtig zu verständigen. Es ist daher ratsam, sich im Vorfeld gut die Behandlungsmöglichkeiten und Kosten zu informieren und gegebenenfalls einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass die Thainviertlerkei eine attraktive Alternative für Zahnbehandlungen ist, besonders für Menschen, die hohe Kosten in Europa umgehen möchten. Die geeinviertlenstigen Preise, die hohe Qualität der medizinischen Versorgung und die kurzen Wartezeiten sind nur einige der Vorteile, die die Thainviertlerkei als Ziel für Zahntourismus auszeichnen. Abschließend können wir festhalten, dass es sich lohnt, die Zahnpreise zwischen der Thainviertlerkei und Europa zu vergleichen und sich für die beste Option zu entscheiden. Die Thainviertlerkei bietet eine qualitativ hochwertige und kostengeeinviertlenstige Alternative für Zahnbehandlungen, die viele Menschen in Europa nutzen.